Herzlich willkommen zur Veranstaltungsreihe Symposium, eine Reihe der beiden Wissenschafts- und Philosophieblogs philosophies.de von Dirk Buchsheim. Hallo Dirk. Ja, Axel. Und vom Blog der großen Fragen, die großenfragen.com von mir. Ja, wir haben heute unsere vierte Veranstaltung, aber wir sind immer noch ein bisschen platt eigentlich, wer alles bereit ist, mit uns zu reden und sehr positiv überrascht. Auch heute wieder. Wir hatten bisher den deutschen Professor Georg Nordhoff, der in Ottawa Neurowissenschaftler und Philosophieprofessor ist. Dann hatten wir den Hirnforscher Gerhard Roth, sehr bekannt und nicht weniger bekannt, Professor Wolf Singer. Man merkt, das Thema war Bewusstsein und Gehirn. Das ist auch heute das Thema, aber wir haben einen besonderen Fokus heute auf das Problem, Dirk, und mit unserem heutigen Gast. Und das ist auch ein bisschen dein Steckenpferd, oder? Ein bisschen, ja. Zunächst mal begrüßen wir Ja. unseren Gast, Herrn Professor Lihre. Wir sind sehr froh, Sie als Gast begrüßen zu dürfen. Alles Und ganz meinerseits. Hallo. freuen uns auf eine angeregte Diskussion. Und natürlich, Sie als Fachmann für Strukturenrealismus, war natürlich eine brennende Frage direkt für mich, Sie auch mal als Gast zu bekommen, weil ich hatte Sie ja schon häufig in meinen Essays erwähnt. Ja. Wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion und dass Sie unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht mal den Strukturenrealismus ein bisschen näher bringen und auch die Möglichkeiten, die der eröffnet, hinsichtlich der Probleme in Physik, aber auch der Probleme in den kognitiven Neurowissenschaften. Ich versuch's. Das schaffen wir bestimmt. Ich starte mal mit der Präsentation. Also, unser Gast ist der Herr Professor Holger Lihre. Wir haben soweit schon die Begrüßung, Informationen mal gemacht. Wir würden gerne noch ein wenig über Herrn Professor Lihre nochmal unseren Zuschauern näher bringen, damit sie auch etwas zur Person erfahren. Holger Lihre ist ein deutscher Wissenschaftstheoretiker und Professor für theoretische Philosophie an der Universität Magdeburg, wo er auch seit 2010 Mitglied am Center for Behavioral Brain Sciences ist. Und seit 2011 auch Gründungspräsident der Gesellschaft für Wissenschaftsphilosophie. Ist auch ein ganz interessantes Thema, dass das auch mal in Deutschland, vielleicht auch mal, weil in angelsächsischen Ländern ist das ja schon gang und gäbe, dass da auch mal ein bisschen was für Wissenschaftsphilosophie gemacht wird. Und Herr Professor Lierer hat sich da auch sehr weit engagiert und hat da auch einiges erreicht, also dass das auch mal angestoßen wird in Deutschland. Das ist auch mal ein Thema, vielleicht nochmal extra, wo man sich nochmal drüber unterhalten müsste. Ja, er hatte Physik, Philosophie und Neuroinformatik studiert und hatte ein Diplom 1993 in Diplomphysik abgeschlossen. Ist eigentlich insofern also schon mal eine ideale Basis, um Wissenschaftsphilosophie zu betreiben, dass man also auch von der Pike auf auch etwas anfangen kann und nicht einfach nur, sag ich mal, Philosophie aus dem Elfenbeinturm betreibt, sondern eben auch weiß, wovon man da redet. Und er hat promoviert in der Philosophie an der Universität in Bochum 1996, war danach am Center for Philosophy of Science in der University of Pittsburgh, hat dann 2003 habilitiert an der Universität Bonn, hat danach einen Ruf 2009 an den Lehrstuhl für theoretische Philosophie und Philosophie des Geistes am Institut für Philosophie Universität Magdeburg, Otto-Guericke-Universität erhalten. Dort gibt es auch einen extra Forschungszweig für Kognition, Neurowissenschaften und Philosophie, wenn ich richtig erinnere, ist also auch in Deutschland weit, also auch, wenn man so will, ein Exzellenzstudiengang, wo man sagen kann, das ist eine Besonderstellung, dass man also versucht, diese verschiedenen Disziplinen mal unter einen Hut zu kriegen, muss man auch mal an der Stelle mal erwähnen, weil das nicht selbstverständlich ist, dass das auch interdisziplinär tatsächlich auch mal so verfolgt wird. Also insofern schon mal ganz spannend, dass das also auch in Deutschland sowas auch mal möglich ist. So, Forschungsschwerpunkte sind dann, wie gesagt, die Wissenschaftstheorie, eben auch die Philosophie der Naturwissenschaften, in dem Fall natürlich dann logischerweise speziell der Physik und der kognitiven Neurowissenschaften, aber auch die Ontologie und Philosophie des Geistes. Ja, also auch ein bisschen Metaphysik ist auch mit dabei. Mitte der 90er Jahre begann er mit den Arbeiten zu begrifflichen Zusammenhängen von Quanteninformationstheorie, Friedrich von Weizsäcker. Da haben Sie, glaube ich, auch Ihre Promotionsarbeit geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. War Ja, das? Weizsäcker war so ein bisschen der, wie würde man sagen,
Dr. Großvater sozusagen, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern ganz, ganz nett. Das war mein Doktorvater, ist seinerseits ein Doktorand von Karl Friedrich von Weizsäcker gewesen, und ich hatte dann darüber die Möglichkeit, weil ich über seine Sachen arbeitete, auch mit Weizsäcker viel zu reden. Und ja. Das war eine tolle Betreuung. Ja. Und der hatte ja auch so einen kranken informationstheoretischen Monismus, ne, zu, ich denke mal, das, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, war vielleicht auch mit einer der Auslöser, aber wir wollen jetzt nicht so weit vorweggreifen, ne, denke ich mal. Okay, können Sie gleich bestimmt noch alles erzählen. Sie sind aber auch bekannt geworden zu Grundlagenfragen der Eichtheorien. Heißt also an der Stelle auch etwas, was schon in Richtung Strukturenrealismus geht, wo man sagen kann, wo man also auch Symmetrien versucht, hinsichtlich der Physik festzustellen und vielleicht auch strukturenrealistisch zu erklären. Da hat man vielleicht schon mal direkt einen Anknüpfungspunkt, wenn Sie uns bestimmt gleich nochmal etwas näher erläutern. Seit Mitte der 2000er Jahre sind Sie eben auch in der Wissenschaftstheorie der Kognitions- und Neurowissenschaften, also Philosophie des Geistes, auch sehr aktiv und arbeiten eben auch viel an der multiplen Realisierbarkeit, Reduktionismus, Externalismus und den erweiterten Geist, Extended Cognition. Soweit zu Ihrer Person. Also hört sich schon alles sehr spannend an, unser Menüplan für heute. Beginnen wir doch mit unserem Interview. Ich mache mal eben die Präsentation. Achso, willst du vorlesen? Ja, dann kommen wir gleich zur ersten Frage, Herr Professor Liere. Strukturenrealismus hört sich ja erstmal so ja, ein bisschen schwierig an. Man weiß, was Strukturen sind. Deswegen als Einstieg die Frage, Strukturen kennt man, wenn man einen Fliesenboden anguckt und länger drauf guckt, erkennt man oft gewisse Strukturen. Wo sind diese Strukturen? Sind das relationale Eigenschaften in diesem Muster oder würden Sie sagen, das sind, die sind im Auge des Betrachters oder im Gehirn des Betrachters? Und kann man mit diesem Ansatz sich dem Strukturrealismus nähern? Also, genau. Ja, herzlichen Dank für die Frage und überhaupt für die nette Einleitung. Sie haben schon angedeutet, dass ich über sehr unterschiedliche Themen arbeite und wir müssen heute versuchen, so ein bisschen so einen Parcours zu fahren durch ein paar davon, die wir dann anschneiden können. Und wenn Sie so allgemein nach diesem Zauberwort Struktur fragen, was ja nötig ist, dass man das erklärt, weil das ja offenbar in einigen meiner Arbeiten so eine zentrale Rolle spielt, dann denke ich, ist es ganz legitim. Zum Beispiel zu sagen, so als didaktische Krücke, also das, was man sieht, wenn man beispielsweise auf einen gefliesten Boden schaut, das ist zunächst mal eine Struktur, einfach deshalb, weil einem auffällt, wie, was weiß ich, die Fliesenkanten aufeinander zusammenlaufen und offenbar an bestimmten Verbindungen miteinander verknüpft sind. Und das gibt einem vielleicht so das erste didaktische Bild, was eine Struktur ist, eine Verknüpfung von Kanten oder Verbindungen, die an bestimmten Knotenpunkten miteinander zusammenhängen und letztlich so ein Netz bilden. Natürlich ist jetzt die Frage, ist dieses Netz regelhaft oder ist es, es könnte ja auch aperiodisch sein, dann hat es immer noch eine gewisse, auch globale Struktur, es könnte völlig chaotisch sein, dann könnten wir nicht viel darüber aussagen. Wir würden hoffen, dass das, was wir in der sowohl bezüglich der Natur, der Eigenschaften der Natur sagen, als auch der Art und Weise, wie wir die Natur verstehen und repräsentieren, es mit gewissen regelhaften Strukturen zu tun haben. Ich hab mal einfach eine kleine Spielzeugstruktur hingemalt, also einfach so ein kleines Mini-Netzwerk, wo ich die Kanten unterschiedlich bezeichnet habe, die Knoten unterschiedlich, nämlich farbig gekennzeichnet habe und zusätzlich den Knoten auch noch Labels gegeben habe. So, das wäre sozusagen eine Charakterisierung einerseits so eines Netzes oder so einer Struktur, jetzt schon ganz abstrakt hingemalt und das jetzt mal so ein bisschen mit ontologischem Vokabular aufgepeppt, würde man sagen, in diesem Falle beschreiben wir sehr viel mehr als das, was wir einfach nur mit Struktur erfassen. Das ist eigentlich sozusagen, das ist die Beschreibung, das ist ein ontologisches Bild einer kleinen Beispielwelt, wenn wir so wollen, in der es so etwas geben könnte wie Otto, Hans, Annette, Klaus oder nennen wir sie einfach nur A, B, C, D, E, F, also Individuen, die insofern ontologisch gesprochen Individuen sind, weil wir ihnen Namen geben können, weil wir ihnen Labels geben können, weil klar ist, dass D nicht mit A zu vertauschen ist oder C. Dadurch, dass wir ihnen so eindeutige Labels geben können, wird das
soll das hier sozusagen in der Zeichnung indiziert werden. Dann kann es ja sein, dass, sagen wir mal, B und C Eigenschaften teilen und andere auch. Ich habe das hier einfach dadurch stilisiert, dass ich mir nur eine Sorte von Eigenschaften rausgepickt habe und ich gebe denen einfach mal für die Zwecke der Illustration Farben. Das sind Eigenschaften, die den Objekten vermöge ihrer selbst zukommen sollen. Soll heißen, auch wenn ich jetzt beispielsweise aus unserer kleinen Beispielwelt D und A entfernen würde oder irgendwelche anderen Individuen, dann bleibt es trotzdem der Fall, dass C die Eigenschaft blau hat oder E die Eigenschaft rot hat. Diese Eigenschaften sind in dem Sinne das, was man intrinsische Eigenschaften nennt. Eigenschaften, die ein Ding hat, vermöge seiner selbst und unabhängig davon, ob andere Objekte existieren. Bei den Kanten ist das offenbar anders, denn diese Verbindungen zwischen den Knotenpunkten oder wie wir vielleicht auch sagen können, Relata, sind Relationen. Also Eigenschaften, die jetzt einem der Relata nur zukommen können, vermöge anderer Relata. Also zum Beispiel die Kante zwischen E und F, die Verbindung zwischen E und F, die stehen in einer Relation zueinander, was immer das sein soll. Ich habe dem ja hier einfach nur, das ist ja einfach nur durch so eine Strichzeichnung wollte ich verschiedene Relationen voneinander trennen. Das könnte die Relation nebeneinander oder übereinander oder benachbart oder verliebt oder ich weiß nicht was sein. Also, und das ist auch ein bisschen stilisiert, dass ich hier vornehmlich zweistellige Relationen verwende. Es könnte auch zehnstellige oder tausendstellige Relationen geben. Ich wollte es nicht zu kompliziert machen. Klarerweise unterscheiden sich relationale Eigenschaften, man auch manchmal sagen kann, von den intrinsischen Eigenschaften dadurch, dass sie den Relatern nur zukommen können, den einzelnen Relater, vermöge der Existenz anderer Relater. Ich kann nur die Eigenschaft besitzen, ein Bruder zu sein, wenn es eben auch jemanden gibt, dessen Bruder ich bin, beispielsweise. Okay, und insofern können E und F nur in einer Relation zueinander stehen. Das gilt für E, wenn F auch existiert. Nun, in dieser Welt gibt es also Eigenschaften von Individuen und sowohl intrinsische Eigenschaften als auch relationale Eigenschaften, oder wie ich einfach nur sagen werde, Relation. Ich werde jetzt nach und nach da ein bisschen was rausnehmen, diese Welt gewissermaßen zu entleeren. Und in diesem Sinne werde ich gewissermaßen Schritte einer Strukturalisierung vornehmen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier die Individuen da rausnehme, also nicht mehr die Labels dran habe, dann habe ich jetzt offenbar eine Welt kreiert, in der wir nicht mehr sagen können, was der Unterschied zwischen Hans und Fritz ist. Zum Beispiel die beiden hier, die haben eine relativ, also, naja, die sind jetzt nur noch dadurch individuiert. Einerseits, die zum Beispiel, die beiden hier sind beide dadurch charakterisiert, dass sie diese intrinsische Eigenschaft der Bläue, des Blauseins, diese Blauheit-Eigenschaft haben, Blaueigenschaft. Und dass sie in bestimmten Relationen zu anderen Relata stehen. Das ist hier, Gott sei Dank mag man sagen, asymmetrisch gemacht. Also wir können immer noch diesen Knoten von diesem Knoten unterscheiden, weil der zum Beispiel einer ist, wo nur zwei Relationen einlaufen. Hier laufen drei Relationen ein. Und das unterscheidet sie. Wir könnten in seiner Welt schon Ambiguitäten haben. Nämlich dann, wenn zwei Knoten dieselbe Zahl an einlaufenden, auslaufenden Relationen zu anderen Relata haben, die dann auch dieselben intrinsischen Eigenschaften haben. Dann hätte man technisch gesprochen Symmetrien in diesem Graphen, in diesem Netz. Und da wir die Knoten nicht weiter individuieren, wenn man so Symmetrien hat in dem Graphen, kann man einen Knoten nicht vor dem anderen auszeichnen oder festhalten. Sie sind dann aufgrund dieser Symmetrie und dadurch, dass ich da ein bisschen was rausgenommen habe an Ontologie, es leicht strukturalisiert habe, sind sie möglicherweise ununterscheidbar. Ich kann noch mehr machen. Ich kann jetzt auch noch die intrinsischen Eigenschaften wegnehmen. Und dann gehen wir nun wirklich in eine strukturalistische Konzeption in dem Sinne, dass wir jetzt nur noch Relate haben, die schon längst keine Individuen mehr sind und die aber auch keine intrinsischen Eigenschaften mehr besitzen, sondern die einfach nur noch Punkte in einem Netzwerk sind, Knoten, Verbindungspunkte in einem Netzwerk sind und die nur dadurch individuiert sind, durch die Beziehungen, in denen sie zu anderen Knoten stehen. Das wäre in etwa das Bild, das der Strukturalist als ein Bild anstrebt oder vor Augen hat, mit dem er sagt, diese Art von Bild in etwa
das ist ein angemessenes Bild, mit dem sich die Welt zumindest fundamental, soweit uns die Naturwissenschaften darüber belehren, beschreiben, gut beschreiben lässt. Also was wir aus der Natur lernen, ist, dass aus den besten physikalischen Theorien ist ein ontologisches Bild, das uns sagt, es gibt eigentlich keine Individuen und selbst die intrinsischen Eigenschaften sind zweifelhaft. Was es gibt, sind relationale Eigenschaften zwischen diesen Individuen. Man könnte natürlich diese Relationen auch noch insofern nicht ganz zu verschwinden bringen, aber doch gleich machen, wenn ich so will. Dann wird es ziemlich spooky, weil dann habe ich eine Welt, wo ich sozusagen zwar noch sagen kann, es gibt so und so viele Objekte in der Welt. Hier zum Beispiel gibt es 6 Relata und die stehen in irgendwelchen Relationen. Aber da ich ehrlich gesagt über die Relationen gar nichts mehr sagen kann, die haben keine intrinsischen Eigenschaften, Individuen sind sie sowieso nicht. Und ich weiß auch nichts von der Natur der Relationen, weshalb die alle gleich gezeichnet sind. Ich weiß gar nicht, wofür die Relation steht. Das soll das eigentlich besagen, diese Art von Abstraktion. Könnte ich auch beliebige andere Relationen da drauf schmeißen. Es gibt ja nichts, woran das festgemacht werden kann. Dann rennt man in Probleme. Dann wird es so abstrakt, die Art von Strukturalisierung, dass sie für eine Ontologie nicht mehr gut gebraucht werden kann. Man nennt das technisch das Newman-Problem. Also der Strukturalist, der Strukturenrealist, den wir uns so vorstellen, der will eher so, um auf die Folie zurückgehend, ein Bild zeichnen der Welt, was eher durch diese Art von Spielzeugillustration charakterisiert ist. Wir sollten tunlichst etwas über die Natur der Relationen wissen. Wissen, dass diese Relation, mit der diese beiden Relata, ansonsten nicht weiter spezifizierten Relata verbunden sind, eine andere ist als diese Relation oder diese Relation. Und manchmal kann es natürlich auch dieselben Relationen sein. Wir müssen also etwas über die Natur der Relationen wissen da draußen. Zum Beispiel Wechselwirkungen zwischen Teilchen, die unterschiedlich sind, die aber nur dadurch spezifiziert sind als Knoten in einem Wechselwirkungsnetzwerk, als dass sie durch verschiedene, ihrer Natur nach unterschiedliche Relationen miteinander verbunden sind. Sonst keinerlei weitere Spezifikationen besitzen. Das ist ein bisschen so, vielleicht der Versuch, mal so ein bisschen zu illustrieren, was man eigentlich so im Sinn hat mit Strukturenrealismus. Ich gehe vielleicht weiter und ich muss mich entschuldigen an der Stelle. Ich habe 3 Folien, die sind, wie soll ich sagen, die sind heavy in doppelter Hinsicht. Erstens sind sie auf Englisch. Ich hatte die Zeit nicht mehr, das auf Deutsch zu übersetzen. Nachher habe ich noch ein paar deutsche Folien. Aber selbst wenn die auf Deutsch wären, die bleiben heavy, die Folien. Ich fürchte auch, das können wir in der Kürze der Zeit nicht im Detail machen. Da werde ich einfach mal durchgehen und in der Hoffnung, dass man so eine Idee haben kann, was hier gemeint ist. Und ich fürchte, das wird man in der Kürze dieses Formates nicht weiter vertiefen können. Strukturenrealismus. Ja, Herr Stöcker. Oder? Ja, darf ich zu dem Schema noch kurz eine Nachfrage stellen? Einfach zum Natürlich, Herr Stöcker. Inwiefern sind diese Relationen unabhängig von den intrinsischen Eigenschaften der Relata, haben Sie gesagt, ne? Also Sie hatten vorher das Beispiel, dass 2 Brüder sind. Wenn jetzt ich die Relation aufstelle, Brüder sein, muss ich dann nicht irgendwas über die intrinsischen Eigenschaften wissen von den... Das ist ein weit verbreitetes ontologisches Vorurteil, vielleicht auch mehr als ein Vorurteil, das von Nicht-Strukturenrealisten gerne angeführt wird, dass gesagt wird, zunächst mal sind Objekte und ihre inneren Eigenschaften vorgängig und dann kannst du die auch miteinander verbinden oder so. Relata kann es nur geben, wenn es Objekte mit inneren Eigenschaften gibt und dann gibt es Relationen. Der Strukturenrealist will dieses Bild nicht akzeptieren, sondern sagen, nein, es kann so etwas geben, eine Welt, in der es vorgängig nur Relationen gibt, die Relata miteinander verbinden. Was für Relata? Naja, Relata, die nur so individuiert sind, dass wir nichts anderes über sie wissen, als in welchen Verbindungen stehen sie denn zu anderen Relata. Genauso wie es in dieser spezifischen Stufe der Strukturalisierung in meinem kleinen Beispielchen passiert ist. Und ob das natürlich ein zutreffendes Bild ist für die Welt, die die Physik beispielsweise, also
für das, was die Physik uns von der Welt lehrt, fundamental. Das muss man natürlich überprüfen. Das ist genau das, wofür sich Wissenschaftstheoretiker, Wissenschaftsphilosophen interessieren. Und in den letzten 20 Jahren gab es da viel Debatten zu und Literatur, wo viele, die dazu beigetragen haben, versucht haben zu zeigen, dass in den fundamentalen Theorien dieses Bild oder ja, diese Vorstellung von der fundamentalen Ebene die angemessene ist. Auch wenn das zunächst mal ein bisschen kontraintuitiv. Ja, vielleicht. Okay. Das ist vielleicht auch, wenn man an der Stelle nochmal erwähnt, der Strukturenrealismus beabsichtigt ja nicht, eine neue Form von Realismus zu schaffen, sondern eine neue Sichtweise auf die Ontologie. Das heißt also, Probleme zu lösen, die vorher, wenn man nur den Materiebegriff im Auge hat, ob es jetzt in der Physik oder auch in den Neurowissenschaften ist, eben immer zu Problemen führt, weil man dann eben diese Dinge nicht mehr auseinanderkriegt. Und der Strukturenrealismus sehe ich dann immer als eine sehr elegante Lösung, diese Probleme erst gar nicht zu schaffen. Aufkommen zu lassen. Genau. Ist einfach nur eine andere Sichtweise. Okay. Ich muss natürlich dazu sagen, ich verteidige jetzt in einem Kurzdurchgang ein Bild zu verteidigen, von dem ich natürlich sehr genau weiß, dass man auch gute Gründe dagegen haben kann und Attacken darauf reiten kann, dass es auch viele Fallstricke gibt und Probleme, über die ich so ein bisschen, natürlich ein bisschen hinwegbügeln werde gleich, nicht aus Kürze der Zeit. Aber auch, wir sind in unseren Debatten über die fundamentale Ontologie der Welt natürlich noch nicht an ein Ende gekommen. Also, aber nichtsdestotrotz kann man feststellen, dass der Strukturenrealismus sich damit ein Bild entwickelt hat, dem viele inzwischen Fachleute zugeneigt sind. Ja. Weil sich einfach viele Gründe gefunden haben in der modernen Physik, die doch, da kommt ziemlich viel Plausibilität zusammen, dass es in diese Richtung geht. Ich drücke es bewusst schwach aus. Herr Buchsehen, Sie haben gesagt, das ist keine andere Art von Realismus. Es ist erstmal eine Form von Realismus, wie der Name schon sagt, Strukturenrealismus, und zwar spezifisch ein wissenschaftlicher Realismus. Und es ist eine moderate Version eines wissenschaftlichen Realismus. Ja, genau. Also wissenschaftlicher Realismus ist ja allgemein gesagt so ein bisschen die These, dass das, was wissenschaftliche Theorien über die beobachtbare Welt hinaus so sagen, und die sagen eine ganze Menge, zum Beispiel, es gibt Elektronen oder es gibt schwarze Löcher oder es gibt mentale Zustände oder es gibt Spezies oder so etwas. Alles keine Beobachtungsgegenstände. Ja. Das ist nicht nur für die Physik exklusiv. Viele Disziplinen gehen ja über das unmittelbar Beobachtbare hinaus. Sie postulieren, was wir theoretische Entitäten nennen. Sie verwenden theoretische Terme in ihren Theorien. Und der Realist sagt, und diese Terme, zum Beispiel der Term Elektron, ich bin Realist insofern, ich denke, das Bild, das die Physik uns zeichnet, indem sie so Elektronen postuliert in ihren besten Theorien, das ist insofern ein realistisches Bild, als es auch wirklich korrespondierende Objekte da draußen gibt, die eben Elektronen sind und die all die Eigenschaften haben, die besten Theorien über Elektronen so sagen, obwohl wir das nicht beobachten können, obwohl wir das nur indirekt erschließen. Wir können ja auch eigentlich immer nur die Wechselwirkung feststellen. Wir können nur die Relation der Entitäten, also sagen wir mal, wenn ich ein Elektron habe, wechselwirkt das eben mit meinem Messgerät. Insofern kann ich das nachweisen. Das heißt, absolut. Ich kann Elektronen selber ja gar nicht detektieren, sondern eigentlich nur die Wechselwirkung. Deshalb sage ich, es ist ein nicht beobachtbares, eine nicht beobachtbare Entität, anders als meine Brille hier beispielsweise. Ja. Ich kann sie anfassen und fühlen, auf die Nase setzen. Und das ist ein Beobachtungsgegenstand. Ja. Wir können auch über Philosophen streiten, natürlich auch über die Realität der Alltagswelt. Aber das wollen wir mal nicht tun. Selbst wenn man die Alltagswelt akzeptiert, dann ist ja eine zweite Frage, existieren diejenigen Größen, von denen die modernen Naturwissenschaften so, empirischen Wissenschaften so reden? Und wenn Sie sagen ja, dann sind Sie, also ganz banal, sind Sie wissenschaftlicher Realist. Und Strukturenrealismus ist nun eine etwas weichere Variante, moderatere Variante, in der diese Variante sagt, ja, wir glauben schon, dass es ein realistisches Bild ist, das die Naturwissenschaften zeichnen, aber nicht in dem Sinne, dass es uns ein Bild gibt von Objekten, die intrinsische Eigenschaften haben und Hans, Peter und Klaus heißen können, also Individuen sind, sondern das Bild, das entsteht, ist eines, was ein bisschen kontraintuitiv, hat der Stöcker eben gesagt, ist insofern, es sagt,
Zum Beispiel Elektronen, das sind, was wir darüber sagen können, ist eigentlich, das sind, wenn es überhaupt Objekte sind, dann sind es irgendwie Größen, Seinsformen, die in Beziehungen mit zu anderen stehen. Insofern können wir davon sagen, dass es mehrere sind beispielsweise, aber nicht, dass sie Namen kriegen können, Labels kriegen können. Und sie haben auch nur in einem sehr derivativen Sinne so etwas wie vermeintliche intrinsische Eigenschaften. Die meisten ihrer Eigenschaften sind klarerweise nicht intrinsisch, also der Ort eines Elektrons und der Impuls oder so. Bei der Masse und bei der Ladung und beim Spin würde man zunächst denken, sind das nicht doch sowas wie intrinsische Eigenschaften? Strukturenrealisten haben da versucht zu argumentieren, dass die aber eigentlich abhängig sind von der Gruppenstruktur, von der Symmetriestruktur, die man diesen Objekten zuspricht. Und die wiederum charakterisiert das relationale Gefüge in seiner Gesamtheit. Und damit bin ich jetzt schon so ein bisschen bei dieser Idee von Strukturenrealismus. Also hier habe ich geschrieben, grundsätzlich diese Sichtweise, dass wir also eine ontologische Verpflichtung haben, nicht auf den Objektgehalt unserer Theorien, sondern auf den strukturellen Gehalt unserer Theorie. Und jetzt muss man natürlich sagen, was eine Struktur ist. Wir haben das eben schon gesehen. Hier zum Beispiel Stuart Shapiro drückt das so aus: a collection of objects with certain relations among them. Und dann ist eine Pattern oder eine Structure die abstrakte Form dieses Systems, die nur diese Beziehungen hervorhebt und ignoring any features of the relator that do not affect them, how they relate to other objects in the system. Also eine, wenn man es technisch ausdrücken will, würde man sagen, also Strukturen sind also Mengen von Relata, denen Relationen aufgeprägt sind. Und die Relata sind nichts als die Relation. Dann hat man es technisch sozusagen hingeschrieben. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt, ich fürchte, das müssen wir ein bisschen knapp abhandeln. In der Debatte hat es sich durchgesetzt zu sagen, ja, und das wollen wir richtig ontologisch aber ernst nehmen. Also nicht in dem Sinne moderat, dass man sagt, ja, kann ja sein, dass wir über die intrinsische Natur der Dinge da draußen nichts wissen, weil wir, sagen wir mal, limitierte Wesen sind. Wir sind ja keine Götter und wir sind auch nicht allwissende Wesen. Und wir sind irgendwie limitiert. Vielleicht liegt es an unseren Limitationen, unseren epistemischen Limitationen, dass wir nicht an die Natur der Dinge ranreichen. So wie Kant das Ding an sich postuliert, aber sagt, ja, es gibt Bedingungen der Möglichkeit von der Fahrbarkeit dieser Dinge und letztlich ist uns das Ding an sich versperrt und wir können nur über die Art, wie die Dinge uns als Phänomene erscheinen, etwas sagen und so und rollt dann sein transzendentales Programm darüber aus. Manche haben gesagt, also diese Position könnte der Strukturenrealist ja vielleicht auch vertreten, dann ist er das, was man in der Diskussion einen epistemischen Strukturenrealisten nennt. Und manche sagen, ja, das ist eigentlich so eine Art Kantianismus. Die meisten Strukturenrealisten, mich eingeschlossen, sind, wollen das schon, wie soll ich sagen, ontologisch ernster genommen wissen und sagen, nein, es ist nicht nur unser Zugang zur Welt, der irgendwie limitiert ist, die Welt ist so. Die Dinge sind so, dass sie keine intrinsic natures haben, keine Individuen sind. Es gab da da gibt es so eine Hardcore-Variante, eliminativ, es gibt nur Relationen und gar keine Relate. Also das ist, wenn Herr Stöcker das andere Bild schon als kontraintuitiv bezeichnet hat, dann ist dieses Bild super kontraintuitiv. Ich habe hier geschrieben, extreme and highly contentious view. Dem neigen die wenigsten zu. Die Mehrheit hat so eine nicht-eliminative Position und sagt, es gibt Relationen und auch Relate, aber die Relate sind eben nicht mehr als die Relationen, in denen sie stehen. So. Mhm. Also nochmal mein Bild von eben. Ja, und jetzt mache ich nochmal eine kurze sozusagen Zusammenfassung und das mehr werde ich hier nicht leisten. Warum das ein Bild ist, das sich aus der Physik ergibt. Also dazu gibt es unglaublich viel Literatur, die sich auf die verschiedenen sozusagen großen Gebiete der Physik dann jeweils gestürzt hat. Und das ist natürlich zum Teil sehr technische Literatur. Lasst uns angucken, was sagt denn die Physik über die der Raumzeit eigentlich, also die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie. Welches Bild von Raum und Zeit zeichnet diese Theorie? Und Strukturenrealisten sagen, das ist eigentlich tatsächlich ein Bild, das uns sagt,
Es kann so etwas geben wie eine leere Raumzeit und die hat dann aber noch Eigenschaften, aber das sind so etwas wie die, das ist sowas wie die geodätische Struktur dieser Raumzeit, die trägen Bahnkurven, die sind darin sozusagen, die sind allein durch die Raumzeit festgelegt, aber das ist ein relationales Gefüge, was dadurch festgelegt wird und was der Physiker dadurch charakterisiert, dass er sagt, diese Raumzeit als Ganze hat eine bestimmte Symmetrie. Also es ist diese Symmetriestruktur. Es gibt eine härtere Form von, also eine viel extremere Form von Raumzeitrealismus, Substantialismus, wo man sich vorstellt, alle Punkte haben sozusagen, es gibt Raumzeitpunkte und die haben vielleicht sogar intrinsische Eigenschaften. Das ist nicht das, was der Raumzeitstrukturalist sagen will. Er ist insofern etwas moderater an dieser Stelle. Ich habe eben schon gesagt, dieses Argumentieren über Strukturen, das kommt oft vor, das nutzen Strukturenrealisten sehr stark aus. Also ich habe darüber auch viel gearbeitet. Sie haben das ja eben erwähnt. Ich habe über Eichsymmetrien gearbeitet. Das ist die Art und Weise, wie die moderne Physik die fundamentalen Wechselwirkungen charakterisiert. Und das macht sie mit dem mathematischen Apparat der Gruppentheorie. All das ist, denke ich, Wasser auf die Mühlen des Strukturenrealisten zu sagen. Diese Art von Charakterisierung der Wechselwirkung über Symmetriestrukturen und darüber, dass es Invarianten gibt unter diesen Symmetrien erhaltene Größen, wie zum Beispiel Ladung oder Masse oder Spin, die aber doch auch derivativ sind bezüglich dieser Strukturaussage über die Welt als Ganze. Diese Charakterisierung ist eben eine, die auch sehr stark in die Richtung geht, zu sagen, hier werden die fundamentalen Felder und Größen als Stellenhalter in einer Struktur charakterisiert. Und vielleicht die meiste Arbeit wurde von Kolleginnen und Kollegen bezüglich der Quantentheorie sozusagen investiert. Und wir gesagt haben, okay, also in der Quantentheorie ist doch ganz offensichtlich. Also, das heißt ganz offensichtlich, er spricht doch viel dafür. Wir wissen in der Quantentheorie, dass es so etwas Komisches gibt wie die Verschränkung von Quantensystemen. Mhm. Dass zwei Objekte miteinander in einer Weise verknüpft sind, verschränkt. Das ist ein technischer Ausdruck, den ich jetzt nicht weiter erläutern werde, es sei denn, Sie fordern mich dazu auf. Dass zum Beispiel Folgendes rauskommt, wenn zwei Objekte in einem Verschränkungszustand sind, dann kann man dem Compound, dem zusammengesetzten Objekt, dem Gesamtobjekt, Eigenschaften zusprechen. Zum Beispiel, es hat Gesamtspin 1/2. Auch wenn es vermeintlich aus zwei Spin 1/2 Objekten zusammengesetzt ist, die aber in einem Verschränkungszustand sind, sodass man nicht sagen kann, in welchem definiten Teilzustand liegt denn eines dieser Teile vor. Mhm. Trotzdem sind die aber miteinander korreliert, wie man sagt. Hier ist es also scheint es ganz besonders stark genau so zu sein. Die Natur zeichnet gewissermaßen Relationen aus, in dem Fall Korrelationen zwischen den Objekten, die aber nicht in den intrinsischen Eigenschaften der Teile beruhen. Die gibt es nämlich gar nicht. Auch wenn das kontraintuitiv ist, aber es ist genau das, was die Quantentheorie, es scheint doch sehr nah an dem zu sein, was die Quantentheorie sagt. Also das ist ein gutes Argument für, ein häufig gebrauchtes Argument für einen Strukturenrealismus angesichts der Quantentheorie. Und auch die Aufgabe der Individualität ist ein altes Problem. Die Quantentheorie führt auf eine eigene Form von Statistik, die gibt die klassische Statistik auf. Wenn Sie also Vielteilchensysteme haben, wo Sie Objekte gleicher Art haben, also einen Sack voll Elektronen oder einen Sack voll Photonen oder so etwas, bildlich gesprochen, gerade beim Sack voll Photonen ist das besonders illustrativ, da kann man tatsächlich zunächst mal, sagt einem der Formalismus, alles was du darüber sagen kannst ist, in dem Sack sind, sagen wir, 1000 Photonen, aber du kannst keines sozusagen beim Schopfe packen und ihm ein Label geben. Und das ist das Photon Paul und das ist das Photon XYZ. Das geht nicht. Das verbietet der Formalismus. Insofern ist eine gute Lesart des Formalismus zu sagen, hier wird eine Form von klassischer Individualität aufgegeben. Es wird nicht alles über Bord geworfen. Eine sehr interessante Diskussion in der jüngeren Zeit hat gesagt, es ist doch noch eine Form von Unterscheidbarkeit möglich, auf der Basis dessen, was man irreflexive Relationen nennt. Das heißt, Relationen können in ganz schwachen Individuenbegriff retten. Aber das ist bei weitem nicht der Individuenbegriff, den ich eben auf meinen Folien hatte, wo ich so richtig so Labels dran geschrieben habe. Also auch da, die Quantentheorie. Also Sie sehen, von dieser Art sind sozusagen die Argumente, die in der Literatur gewälzt werden, um die moderne Physik sozusagen, um sich zu überlegen, welche Art von Ontologie ist denn da die plausibelste?
Wenn ich nur noch mal kurz nachfragen darf, also Quantencomputer halten Sie durchaus für realisierbar? Quantencomputer? Ja. Naja, das ist ja jetzt, das ist eigentlich keine Frage für einen Ontologen, ich bin ja kein Fachmann. Das technisch sagt man ja, ist das, hängt das vor allen Dingen daran, dass das, was ich hier gerade so hervorgehoben habe, nämlich die Verschränkung von Systemen, dass die, wenn viele Objekte zusammenkommen, aufgrund der Eigenheit eines solcher Vielteilchenzustände nicht aufrechterhalten wird, die zerfällt nämlich. Das ist grob der Grund dafür, weshalb unsere Welt auf einem mesoskopischen Level gar nicht wie eine Quantenwelt aussieht. Das heißt, diese Verschränkungen muss man eigentlich künstlich herstellen und Quantencomputer versuchen, diese Verschränkungen nutzbar zu machen und auch Rechnungen durchzuführen. Und dazu muss man technisch eigentlich die Verschränkungszustände von vielen Qubits überhaupt erstmal erzeugen und aufrechterhalten. Und das ist sehr anspruchsvoll. Und die ganze Kunst von Quanten, nicht die ganze Kunst, aber soweit ich das beurteilen kann, ist die wesentliche Kunst von Quantum Computing, dafür zu sorgen, dass verschränkte Systeme aufgebaut werden können, Verschränkungen von vielen Qubits nutzbar gemacht werden können und nicht zu schnell dekoherieren, wie man sagt. Ja, aber also, dass sie prinzipiell machbar sind, das ist bewiesen. Ja. Die Frage ist, ob man das technisch, ob man diese Hürden überwinden kann. Ja. Müsste man nochmal hier unserem Freund Christian auch nochmal näher kriegen. Wir haben einen, der streitet das immer auch. Aber gut, anderes Thema. Apropos anderes Thema, haben Sie noch Was? Ich glaube, ich bin jetzt erstmal hiermit durch. Das kann ich jetzt mal stoppen. So. Super. Wir hätten nämlich sonst noch eine Folie zu den Neurowissenschaften. Der Strukturenrealismus müsste jetzt eigentlich soweit klar sein. Ich muss die gerade nochmal gucken. Wir können noch mal ein Interview extra machen. In der Physik denke ich mal, es hat Strukturenrealismus vielseitige Ansätze gebracht, auch für Probleme, die vorher nicht lösbar waren. Interessant wäre es jetzt auch, wenn man den Strukturenrealismus eben auf ähnliche Probleme, aber jetzt nicht in physikalischer Art, sondern eben physisch-mentaler Art, wenn man diesen Spagat jetzt hinkriegen würde. Weil es geht ja um das alte, besagte Problem, was uns vielleicht schon seit 2500 Jahren beschäftigt. Wie kriegen wir Physis und Mentales zusammen? Wie kriegen wir das Geist-Körper-Problem, das es ja scheinbar gibt, diesen Dualismus, der ja, sag ich mal, als Pseudoproblem schon durch die Jahrhunderte geistert, wie kriegen wir das zusammen? Und da wäre ja vielleicht so der Ansatz des Strukturenrealismus auch so ein eleganter Ansatz, weil der sich ja gar nicht mit dieser Differenz zwischen mentalen und jetzt körperlich, also physischen Entitäten, also Objekt beschäftigt, sondern er interessiert sich ja für die Relationen. Und um jetzt so die Überleitung zu Ihnen nochmal zu kriegen, also derzeit beschäftigen Sie sich ja auch viel mit strukturalen Modellen, die Sie dann auch in Form von Neurokomputation versuchen zu simulieren. Und es geht ja auch, kann man das so sagen? Also ich simuliere nicht, das wäre falsch verstanden. Das ist nicht die Aufgabe eines theoretischen Philosophen. Okay, aber Sie versuchen, den Fachleuten. Ja, aber Sie versuchen schon, das aufzuklären. Kann man das so sagen, dass Sie auch versuchen? Natürlich, das schon, natürlich. Ja. Okay, so und als Hilfsmittel gilt da die Neurokomputation, kann man sagen, es geht um die Aufklärung, wie weit mentale Repräsentation, also das bekannte alte Hard-Problem, wie weit es da so etwas gibt wie neuronale Korrelate oder so etwas in der Art, also in welche Möglichkeiten sehen Sie denn überhaupt strukturale Modelle zu entwickeln, die etwas über diesen Zusammenhang aussagen könnten? Mhm. Tja. Auch so eine Riesenfrage. Ja, so Riesenfragen, genau. Jetzt fragen wir gewissermaßen, jetzt haben wir uns die ganze Zeit sozusagen über die Objektseite unterhalten. Jetzt unterhalten wir uns über die Subjektseite. Und da ist zunächst mal völlig ungeachtet der Frage nach Struktur, Strukturen, Realismus oder gar strukturale Repräsentation, entsteht überhaupt erstmal das Problem der Repräsentation. Jedenfalls für die Philosophie des Geistes. Das ist etwas Mysteriöses. Also das scheint eine wichtige Eigenschaft unseres Geistes zu sein, dass wir in der Lage sind, die Welt, Vorstellungen der Welt aufzubauen, die Welt zu repräsentieren. Also man hat ja so ein naiv, so wie so ein Kamerabild hat man vor Augen. Manch hat man vielleicht in erster Instanz. Da draußen gibt es das Objekt und wir bauen ein inneres Bild davon auf, wie auch immer das zugeht. Und das Komische ist ja, dieses Bild ist dadurch auch eigentlich festzuhalten und zu charakterisieren, dass es
über den Inhalt individuiert ist. Und Inhalt, was ist Inhalt? Was ist die Bedeutung? Das, wenn das dazu dienen soll, mentale Repräsentationen zu individuieren, dann müssen wir diesen fluffy stuff, diese Art von, ja, diese Größen irgendwie zu packen kriegen. Das ist so vielleicht das Problem. Also manche sagen, das Problem könnte man erstmal so charakterisieren, wie können wir über Dinge in der Außenwelt denken? So, dass wir sagen, mein Gedanke handelt von dem und dem, ist darüber. Wie kann der Inhalt unserer Gedanken von der Welt handeln? Wie können wir überhaupt inhaltsvoll denken? Und was sind Inhalte? Was sind Bedeutung? Oder Content im Englischen. Hier gibt es auch eine Form von Realismus, nämlich so eine Art Content-Realismus oder manchmal sagt man auch intentionaler Realismus. Das ist nicht das, was ich hier verfolgen werde, wie Sie sehen werden. Das hat man aber eine Zeit lang mal verfolgt. Also indem man gesagt hat, es ist eigentlich gar nicht anders zu verstehen, dass wir das machen, indem wir sagen müssen, ja, es gibt so etwas wie mentale Repräsentationen, die sind Teil sozusagen der Welt, so wie Tische und Stühle es auch sind. Zwar irgendwie abstrakter, anders, aber auch Teil der Welt. Das wäre so eine Art Realismus bezüglich dem Inhalt mentaler Repräsentation oder sagen wir gleich mentaler Repräsentation. So etwas hat man, haben Philosophen diskutiert, also ich, 30, 40 Jahre, jetzt so die 80er, ja, 70er, 80er, 90er und Nuller Jahre waren dominiert davon, sich an so etwas wie Naturalisierung von mentaler Repräsentation abzuarbeiten. Ohne dass es hier zu einem, zu einer Einigung gekommen wäre. Im Gegenteil, man hat gefunden, dass die Ansätze, die man da gefahren hat, die so schillernde Namen haben, wie zum Beispiel Teleosemantik, alle wieder ihre Fallstricke haben, auf die ich jetzt hier nicht eingehen werde. Aber ich glaube, es ist, man tut niemandem Unrecht, wenn man sagt, hier ist überhaupt keine Einigung erzielt worden. Es gibt einen ganz klassischen Ansatz, den Sie schon in der Literatur, im Grunde schon bei Platon und Aristoteles finden, das zurückkommt auf diese Kameravorstellung. Also, was macht etwas überhaupt zu einer Repräsentation? Naja, offenbar Repräsentat und Repräsentandum müssen in irgendeiner Form von Relation zueinander stehen und nämlich eine Repräsentationsbeziehung. Und die wollen wir eigentlich versuchen zu erklären. Denn der Physikalist möchte die gerne als eine in der physischen Welt existente Relation erklären. Und wenn aber ein Relatum Inhalt ist, dann ist das schwierig, weil Inhalt ist nichts Physisches. Ja? Das kann man nicht anfassen. Anders ist es mit neuronaler Aktivität, die den Inhalt trägt. Das ist etwas Physisches. Aber dann ist die Frage, ja, wie kann sich neuronale Aktivität, ein physisches Ding, auf ein Ding in der Welt, sagen wir mal, die neuronale Aktivität, die jetzt dazu führt, dass ich eine Brillenrepräsentation habe, während ich hier mit dieser Brille rumfuchtel und mir die aufsetze, und dem physischen Objekt, nämlich dieser Brille in der Welt, wie kann das hergestellt werden? Zwei physische Dinge, neuronale Aktivität, und die Brille, dieses Objekt, stehen in irgendeiner Repräsentationsbeziehung. Aber das ist ihrerseits scheinbar keine, jedenfalls nicht so einfach zu erklären, eine physikalische Beziehung. Naja, ganz klassisch ist der Ansatz, naja, das ist vielleicht, aber da ist doch ein Zusammenhang. Und der Zusammenhang ist halt, das eine ist dem anderen ähnlich. Ähnlichkeit kann hier aber kaum heißen, dass wir sagen, ich habe ja keine kleine Brille im Kopf, wenn ich eine Brillenrepräsentation habe. Also was für eine Art von Ähnlichkeit soll das dann sein? Die Ähnlichkeitstheorie, der Ähnlichkeitsansatz ist bald unter die Räder gekommen und in Misskredit geraten, weil man gesagt hat, Ähnlichkeit ist auch irgendwie ein inflationärer Begriff. Also das ist so, also alles kann zu allem Möglichen ähnlich sein in gewissen Hinsichten. Das ist zu unscharf, zu unpräzise, um daraus eine saubere Repräsentationstheorie zu machen. Du brauchst härtere Kriterien, die dir sagen, was macht etwas zu einer Repräsentation eines zu repräsentierenden Objekts? Was könnte das sein? Es gibt auch Ansätze, die sich ganz davon lösen, das so zu versuchen. Die nenne ich hier nur Gebrauchstheorien oder funktionale Rollentheorien. Der neuere Ansatz ist eben das, was Sie angedeutet haben, dass viele Autoren, jedenfalls einige Autoren, wieder zu einer Art von Ähnlichkeitstheorie zurückkommen, aber jetzt sagen, naja, diese Ähnlichkeit ist natürlich nicht so, dass du eine kleine Brille im Kopf hast. Das haben wir ja nie geglaubt. Es muss eine strukturale Ähnlichkeit sein. Dazu müssen wir jetzt mal, das ist die Theorie strukturaler Repräsentation. Dazu müsste man sagen, was man jetzt hier meint. Also ganz abstrakt könnte ich sagen, wenn du zwei Domänen hast, oder zwei Bereiche, A und B, dann
repräsentiert die Domäne B die Domäne A. Wenn die Struktur der repräsentierten Domäne, also ich möchte A repräsentieren, auf ihr repräsentierendes Bild B übertragen wird. Und das heißt also, A und B sind dann ähnliche Strukturen. Ähnlichkeit kann man auch, könnte man jetzt noch viel mathematisch präziser sagen, heißt im Grunde, dass die Relationen, die ich in A finde, den Relationen in B entsprechen. Das heißt, ein paradigmatischer Fall, um das vielleicht abzudecken, sind sowas wie Karten, Bilder, Skulpturen. Was macht eine Karte zu einer Karte von einer Stadt, die Stadt, der Stadtplan von München? Naja, deshalb, weil die Strichzeichnung offenbar eine strukturale Ähnlichkeit zu dem Layout der Stadt München hat, zu dem Straßengefüge der Stadt München hat. Vielleicht sogar auch so, dass es maßstabserhaltend ist, machen wir ja gerne, müssen wir aber nicht, könnten wir auch verzerrt machen, bei U-Bahn-Karten machen wir das gerne, da kommt es nur auf die Topologie an. Aber natürlich ist der Stadtplan keine kleine Stadt, sondern er ist aus einem ganz anderen Material und er skizziert nur, wie das relationale Gefüge der zu repräsentierenden Domäne aussieht. Also das wäre ein paradigmatisches Beispiel für eine strukturale Repräsentation. Wir sagen auch dazu, dass es kommt hier auf eine Ähnlichkeit zweiter Stufe an. Also der Stadtplan muss selber keine Stadt sein. Und meine, aber er muss, er muss die Relationen zwischen Relata in München, wie Kreuzungen miteinander über Straßen zusammenhängen, dieses Relationsgefüge, das muss ich in dem Stadtplan natürlich wiederfinden. Insofern muss es eine strukturale Ähnlichkeit geben. Das ist also eigentlich eine Form von Ähnlichkeitstheorie, die aber nur auf die strukturalen Komponenten geht. Ich hatte eben schon gesagt, ja, nur zu. Ich wollte gerade fragen, Entschuldigung, aber ich glaube, Sie haben es jetzt schon beantwortet. Das ist ja, ich wollte gerade fragen, ist es jetzt was anderes als die Idee von dieser Kamera im Kopf? Es ist eine Kamera im Kopf, die den Schwerpunkt auf die Strukturen setzt. Kann man das so sagen? Oder wer das? Ja. Bei der Kamera ist es natürlich noch ein bisschen so, wirklich so ein visuelles Bild. Hier muss ja offenbar eine strukturelle Ähnlichkeit hergestellt werden zwischen neuronaler Aktivität und Dingen in der Welt. Ja. Wir müssen also im Raum der neuronalen Aktivierungen meines Gehirns, Ihres Gehirns, Strukturen finden, also Beziehungen zwischen neuronaler Aktivität, die abgebildet werden können auf Strukturen derjenigen Objekte oder Verhältnisse von Objekten in der Welt, sodass dass es da eine strukturerhaltene Abbildung gibt. Das müsste sich finden lassen. Und das ist die Art von Repräsentation, die man zunächst mal im Schilde führt, wenn man von strukturaler Repräsentation redet. Jetzt hatte ich eben gesagt, das ist ja auch eine Variante von Ähnlichkeit. Ähnlichkeit zweiter Stufe. Aber nichtsdestotrotz Ähnlichkeit. Und Ähnlichkeit ist so ein, ja, neigt so zu Promiskuität. Also alles kann mit allem ähnlich sein. Ja? Und das muss man vermeiden. Man wird also mehr dazu sagen müssen. Die jüngeren Arbeiten und Autoren haben versucht, solche trivialisierenden Einwände, die schon früh, eigentlich schon Anfang des 19. Jahrhunderts, eine Ähnlichkeitstheorie eher ausgeschlossen haben. Deshalb wir lange jetzt andere Pfade beschritten haben, die jetzt ein bisschen abzuwehren. Also man wird da etwas, ja, man wird da etwas versucht, das dadurch zu machen, dass man noch weitere Merkmale oder Kriterien angibt. Zunächst klarerweise, also Kern der Idee ist es, dass eine strukturale Repräsentation eine strukturerhaltene Abbildung, technisch gesprochen Homomorphismus, darstellt zu der Domäne, die sie repräsentiert. Übrigens wird oft von Isomorphismus gesprochen. Das ist unnötig eng und wäre auch ganz, ganz, also ist auch gar nicht das, was wir brauchen. Also Isomorphie ist sozusagen ein bijektiver Homomorphismus, der in beide Richtungen geht. Das braucht man eigentlich gar nicht. Man will ja sagen, im Gegenteil, die Repräsentationsbeziehung ist eigentlich gerichtet und asymmetrisch. Also Sie wollen sagen, das Bild von Angela Merkel ist eine Repräsentation von Angela Merkel. Aber Angela Merkel, das Original, ist keine Repräsentation des Bildes. Sie wollen eigentlich so eine Asymmetrie haben und eine Verletzung der Symmetrie.
Aber jetzt, damit das jetzt nicht nur so ein inflationärer Begriff wird, muss man es weiter einschränken. Und in der Diskussion wird zweierlei mittlerweile stark betont. Damit etwas zu einer Repräsentation für ein System wird, ob das ein Roboter ist oder ob Sie und ich das sind als natürliche Wesen, muss das System diese Repräsentation für sich nutzbar machen. Wenn ich eine Karte nutze, um mich in München zu orientieren, dann wird es dadurch zu einer Repräsentation. Nicht alleine schon dadurch, dass es eine mathematische Abbildung gibt, das ist abstrakt, sondern dadurch, dass ich die auch ausnutze, dass ich die verwende. Es könnte ja sein, dass, machen wir folgendes Beispiel, es könnte ja sein, dass bestimmte neuronale Strukturen in meinem Gehirn strukturgleich, strukturidentisch, strukturerhaltend abbildbar sind auf einen Mondkrater. Habe ich deshalb eine Karte des Mondes im Kopf? Nein, habe ich nicht. Ich war noch nie auf dem Mond. Ich benutze das auch, ich nutze das auch nicht aus. So bin ich in diesem Environment, in dieser Umgebung, hat sich meine neuronale Architektur auch gar nicht gebildet. Das ist nur purer Zufall, wenn es eine solche Strukturähnlichkeit gibt. Ich will das nicht ausschließen, aber ist sicherlich auch sehr unwahrscheinlich. Aber selbst wenn das so wäre, macht es das noch nicht zu einer mentalen Repräsentation. Zu einer mentalen Repräsentation für mich und auch für den Roboter wird es erst, wenn das System diese Struktur, diese Repräsentation nutzt, exploitet, wie wir im Englischen sagen. Und weitere Kautel, die müssen auch kausal verankert sein in der Welt, diese Art von Repräsentationen. Also sie sind letztlich hervorgerufen durch kausalen Kontakt des repräsentierenden Systems mit der Welt und sie dienen auch dazu, dass ich in der Welt Dinge kausal verursachen kann. Also meine neuronale Aktivität kann ja zu Motoraktivität führen, mit der ich etwas mache. Diese drei Kriterien haben sich in der jüngeren Debatte so herausgeschält. Darüber geht im Moment die Diskussion. Und man glaubt, damit hofft man, so wie diese Trivialisierungseinwände, ein bisschen abwehren zu können und es etwas präziser machen zu können, was eine Repräsentation ist. Es bleibt so ein Rest übrig, dass man sagen kann, Repräsentationen so charakterisiert sind immer noch, das ist immer noch ein instrumenteller Begriff. Du kannst darüber die Kriterien, wann etwas eine Repräsentation ist, nicht so scharf machen, wie das ursprünglich in der Debatte von Naturalisten gefordert wurde. Und vielleicht ist das aber ja auch nicht schlimm, weil der Physikalist will gar nicht glauben, dass es so etwas gibt wie Bedeutungen oder Inhalte, mystischen Content. Aber was es gibt, sind meine Gehirnzustände und Zustände in der Welt und die Art und Weise, wie meine Gehirnzustände von mir nutzbar gemacht werden können, ihre Struktur genutzbar gemacht werden kann, um mich in der Struktur der Welt zurechtzufinden. Nur noch mal kurz nachgefragt, es hört sich, also so, wenn ich von Ihrer Beschreibung her erstmal wie ein Epiphenomenalismus an. Also dass das so eine Emergenz erst aus der Struktur entstehen muss. Das heißt also etwas vereinfacht, da ist eine Struktur da und aus dieser Struktur emergiert dann vielleicht irgendwann so etwas wie eine mentale Repräsentation. Kann man das so sagen? Ist da eine Emergenz oder? Den Begriff Emergenz würde ich in dem Zusammenhang jetzt nicht verwenden. Also ich bin sowieso etwas vorsichtig, wenn ich sogar hier stehe ich eher ablehnend diesem Begriff gegenüber. Der wird von vielen so als, das richtig. Ist so ein Zauberwort richtig. Und er wird oft verwendet, um zu kaschieren, was man nicht weiß oder so. Naja, da sagt man halt von Emergenz. Das möchte ich ehrlich gesagt an der Stelle, und an der Stelle sehe ich das schon gar nicht. Das ist schon mal gut, Dann wäre die nächste Frage, brauchen wir denn überhaupt eine Repräsentation? Das heißt also, ist es denn nicht gerade der unschlagbare Vorteil des Strukturenrealismus, auf diese Repräsentation verzichten zu können? Also warum müssen wir wieder dieses Innen und Außen voneinander trennen, was doch eigentlich zusammengehört? Weil Sie haben ja auch über Extended Cognition ja auch schon mal gearbeitet. Warum müssen wir das trennen, um es dann hinterher wieder irgendwie zusammenzubasteln? Da wäre doch an der Stelle doch super, einfach sich nur auf die Relation zu beziehen. Ja, das tun wir ja auch. Also etwas, worüber ich in letzter Zeit nachdenke, ist, dass diese beiden Bilder, der Strukturenrealismus der Welt
und das Konzept strukturaler Repräsentation natürlich gut zusammenpassen in gewisser Weise. Ein Argument gegen strukturale Repräsentation von konservativer Seite ist auch zu sagen, ja, strukturale Repräsentation, bloße relationale, also strukturale Ähnlichkeit ist zu schwach. Du verpasst ja, dann sind wir ungefähr bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, du verpasst ja die intrinsischen Eigenschaften der Dinge. Du repräsentierst sie ja nur relational. Das ist ein zu schwacher Begriff von Repräsentation. Was aber, wenn wir uns andere auf anderen Wegen davon schon überzeugt haben, dass es da draußen gar nichts an intrinsischen Eigenschaften, jedenfalls fundamental, gibt, was man verpassen kann, dann passen diese beiden Sichtweisen sozusagen, ein Strukturalismus auf der Subjektseite und ein Strukturalismus auf der Weltseite, auf der Naturseite, ganz gut zusammen. Richtig. Das ist eher das Bild, mit dem ich mehr und mehr liebäugel und wo ich versuche, ein bisschen Gedankenschmalz zu investieren und hoffentlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen was zu publizieren. Das ist super, weil dann würde sich ja auch diese Frage nach dieser ständige Suche nach dem heiligen Gral dieses neuronalen Korrelates, die sich da irgendwo mal im Gehirn manifestieren sollte, ja dann erübrigen, weil es ja der Prozess selber ist, aus dem ja die Wahrnehmung, das Bewusstsein entsteht. Das heißt, ich brauche doch nicht etwas im Gehirn suchen, was doch erst durch die Interaktion mit der Umwelt entsteht. Das ist doch gerade der Trick am Strukturenrealismus, dass ich die Relation ja selber eigentlich nur betrachten muss. Ich brauche ja die Relata gar nicht. Ich brauche nicht das Korrelat im Gehirn suchen und ich brauche auch nicht die Entität in der Umwelt suchen, weil der Prozess selber ist doch schon, die Synchronisation ist doch schon die strukturale Kopplung. Aber Herr Buchstein, Sie sprechen jetzt, glaube ich, von einer anderen Art von Relation. Sie sprechen jetzt von der Relation zwischen Subjekt und Objekt. Mhm. Also dem, was ich eben die Repräsentationsbeziehung genannt habe. Mhm. Die gibt es auch und die versuchen wir zu erklären. Aber wir beschreiben die Subjekt- und die Objektseite oder die Repräsentat- und Repräsentandumseite ihrerseits als Strukturen. Mhm. Genau. Die Repräsentationsbeziehung eine strukturerhaltende Abbildung ist, wie ich gerade in Punkt 1 geschrieben habe. Also, aber das repräsentierende Subjekt, mein neuronales System, mein Gehirn, meine Hirnzustände, haben eine interne Struktur, die, sofern sie zu repräsentationalen Zwecken dient, also Repräsentation verstanden werden kann in der Welt, hoffentlich diesen drei Kriterien genügt und nur insofern sie diesen drei Kriterien genügt, eine Repräsentation von einer Struktur in der Welt ist. Das war unsere These. Hier geht es jetzt nicht um die Relation von, ja, die geht es auch, aber es geht nicht darum, Subjekt und Objekt als Relata in ihrer Beziehung zueinander nochmal strukturenrealistisch anzugucken oder so. Das ist nicht der Punkt. Sondern wir haben die Struktur des Subjekts, wir haben die Struktur des Objekts und wir haben dazwischen den Versuch zu sagen, das Subjekt baut insofern eine strukturale Repräsentation der Welt auf. Also es baut nicht Repräsentationen von Einzelobjekten auf, sondern es baut auch Repräsentationen von Vielheiten von Objekten auf, die in Beziehung zueinander stehen. Und auf der anderen Seite, auf der Objektseite, stehen in der Natur Vielheiten von Objekten, die in Beziehung zueinander stehen. Die Frage war ja mehr, warum muss ich Subjekt und Objekt trennen, um sie dann hinterher wieder zusammenzufügen? Das war dann. Ja. Das fragt er mich auch immer. Ich habe es auch nicht. Es beruhigt mich jetzt ein bisschen, dass die das auch nicht sofort verstehen. Weil das Erkenntnissubjekt ist doch automatisch schon in dem, kennen Sie Kybernetik, zweite Ordnung. Es ist Teil der Welt. Natürlich. Genau, nee, auch das Erkenntnissubjekt, wenn es ja dieses Forschungsobjekt erfasst, ist es ja selber schon Bestandteil. Also der Operant ist Teil der Operation. Ja? Das heißt, ich kann nicht den Operator und den Operant aus der Operation heraus dividieren. Das heißt, alles hängt ja miteinander zusammen. Das Erkenntnissubjekt gewinnt ja gerade dadurch, das Objekt wird der Objekt habhaft oder dadurch, dass es ja diese Fragen an dieses Objekt stellt und das Objekt antwortet ja auch. Aber ich glaube, das Erkenntnissubjekt ja nicht aus diesem Prozess wieder eliminiert. Ich weiß, das ist für Wissenschaftstheorie oder auch höchst subjektiv wird das dann gebrandmarkt. Ja, das ist subjektiv. Das ist auch so gemein.
Ach, also ich wollte zunächst jetzt an dieser Stelle in einem etwas harmloseren Sinne von Subjekt und Objekt sowieso, aber auch von Subjekten sprechen. Also deshalb habe ich ja gelegentlich gesagt, das Problem der mentalen Repräsentation würde sich auch stellen angesichts der Frage, kann ein Roboter eine mentale Repräsentation der Welt aufbauen? Und genau. In welchem Sinne tut er das? Hm. Ah, vielleicht dadurch, dass er diesen Kriterien genügt. Insofern er solchen Kriterien genügt, kommen wir in die Situation, wenn wir Systeme bauen, die diesen Kriterien wirklich genügen und an diesen Kriterien sozusagen entwickelt werden, dass sie tatsächlich über mentale Repräsentationen in dem gleichen Sinne verfügen, wie wir auch. Ja. Jetzt werden Sie sagen, naja, ist da nicht doch noch ein Unterschied? Und das liegt dann daran, dass sagen wir mal, unser mentales Reich, wie wir manchmal so sagen, so von zwei ja großen Eigenschaften, scheinbar in zweierlei Hinsichten besonders ist. Einerseits, es sieht so aus, als könnten wir die Welt repräsentieren. Andererseits fühlt es sich für uns so an, dass wir die Welt insofern wie wir sie repräsentieren, auch noch erleben. Darüber habe ich bisher noch nichts gesagt, über diesen phänomenalen Aspekt. Das haben wir bisher völlig rausgelassen. Diese Punkte 2 und 3, die Sie da genannt haben, das würde ja auch erklären, dass es in der evolutionär entstanden ist, oder? Diese absolut, Stiftung. Ja. Das ja. Ja. Okay. In Ihrem Projekt Structural Models of Phenomenality von 2019, das ist auch noch relativ neu, geht es eben auch um die Frage dieses Qualia-Problems, ne? Also dieses bewusste Erleben von Farben, Brüchen, ja? Und also dieses innere Erleben, kann man auch manchmal erste Personenperspektive eben auch zu sagen, und eben den Aufbau objektiver Modelle eben der dritten Person auch. So, und diese subjektive Erfahrung und das Bewusstsein der ersten Person, ja, soll eben auch, wenn ich das richtig verstanden habe, mit diesen Structural Models of Phenomenality weiter erklärt werden. Ja, können Sie uns dieses Projekt mal genauer darstellen und ja, welche Erkenntnisse erhoffen sich davon und wo sehen Sie auch Grenzen? Ja, versuche ich das, genau. Also das ist jetzt tatsächlich jüngeren Datums und es ist auch sicherlich ambitiös, insofern die Frage nach phänomenalen Erleben ja so als der heilige Gral der ganzen Neurowissenschaften und aber auch der Philosophie des Geistes angesehen wird, das sogenannte Hard Problem, also das schwierige Problem. Kein hartes Problem, sondern ein schwieriges Problem. Ich bin immer erstaunt, dass manche das mit hartem Problem übersetzen. Wie beim Eierkochen. Ja, genau. Also, Probleme sind nicht hart oder weich, sie sind schwierig oder leicht. Und das Problem der Qualia ist insofern ein schwieriges Problem, weil man, also das, was wir eben am Wickel hatten, ist schon ein schwieriges Problem. Zu verstehen, wie kann es sein, dass ein physisches Ding ein anderes als Repräsentation eines anderen dient? Und wie kann man das sozusagen rein physikalistisch erklären? Aber jetzt wollen wir erklären, wie es sich für ein physikalisches Ding so anfühlen kann, dass es erlebnishaft die Welt repräsentiert und überhaupt erlebt. Das scheint ja noch mal schwieriger, also mit Sicherheit noch mal schwieriger zu sein. Und hier denke ich jetzt zunächst mal an so etwas wie also Geschmackserlebnisse. Ich habe jetzt hier Sprudelwasser, da ist das Geschmackserlebnis dürftig, aber ich hätte ja vielleicht auch Fruchtwasser haben können. Ich sehe Farben, ich höre ich werde nicht einfach nur durch Schallwellen evoziert, sondern ich höre Klänge und dergleichen. Das sind phänomenale qualitative Erlebnisse und die machen, deren qualitativer Charakter scheint die Reichhaltigkeit unseres Lebens auszumachen. Wir erleben die Welt. Wir rezipieren sie nicht einfach nur oder repräsentieren sie einfach nur, sondern wir erleben sie. Das scheint uns auszumachen. Und wir können Liebe verspüren und Schmerzen und all diese Dinge. Wie ist das möglich? Das ist das große, große Rätsel. Wirklich ein Rätsel. Kann man da strukturalistisch vielleicht ein bisschen voranmarschieren? Die These unseres Projekts ist, ich habe kürzlich ein Paper mit zwei Kollegen dazu geschrieben, das habe ich unten auf der Folie drauf, dass der spezifische qualitative Charakter phänomenaler Erlebnisse tatsächlich in der Struktur der systematischen Gesamtheit aller möglichen sensorischen Unterscheidungen liegt, die wir machen können. Wir sind nicht die Einzigen, die versuchen, in diese Richtung zu marschieren. Ein Autor, den ich da oft als Vorbild verwende, von dem ich da viel übernommen habe, ist Austin Clark. Deshalb habe ich hier so eine Passage von Austin Clark mal auf die Folie gesetzt, wo er sagt, also
Was heißt denn eigentlich, ein Orange-Erlebnis zu haben? Orange could at best be defined as something like a reddish yellow, equally similar to red as to yellow, complementary to turquoise, more similar to red or to yellow than it is to turquoise, and so on. Each of these other qualitative terms would receive an equally enigmatic treatment. A consequence of this account is that qualitative character is a relational affair. Qualitative properties seem to be intrinsic properties, but they are not. Aha, jetzt wiederholen sich Terme, die wir schon kennen. Die zentrale Idee ist hier zu sagen, anders als wir da, als das in der Tradition eigentlich immer vorausgesetzt wird, manchmal explizit, manchmal auch nur implizit, qualitatives Erleben ist keine intrinsische Eigenschaft des erlebenden Subjekts, sondern ist eine relationale Eigenschaft. Was es heißt, ein Orange-Erlebnis zu haben, heißt, eine Position zu sein in einem Raum aller möglichen Farberlebnisse, die auch in spezifischen Ähnlichkeitsbeziehungen und Nachbarschaftsbeziehungen zu anderen steht. Niemand von uns empfindet Orange als nächsten Nachbar zu Blau oder zu Grün, sondern wir können phänomenale Erlebnisse haben Ähnlichkeiten zu anderen phänomenalen Erlebnissen. Und darüber können wir einen Raum phänomenaler Erlebnisse aufbauen. Diese Art von Nachbarschaft und Ähnlichkeit und dieses relationale Gefüge, was sich jetzt aufbaut, wird, wenn ich Qualia zunächst mal als intrinsisch qualitativ und erlebnishaft ansehe, gar nicht mitgedacht. Das ist eigentlich erklärungsbedürftig. Dabei ist es etwas, was andererseits unsere Erlebnisse durchaus charakterisiert, dass sie so eine Art Raum aufspannen. Technisch spricht man hier von Quality Spaces. Das sind sozusagen Räume phänomenaler Erfahrungen. Und die Idee eines Programms, das wir neurophänomenalen Strukturalismus nennen, ist zu sagen, ja, das ist im Grunde, also phänomenale Erlebnisse sind eine sehr spezifische, besondere Form von strukturaler Repräsentation. Nämlich strukturale Repräsentationen von Erfahrungserlebnissen auf der Basis der Position in einem solchen Quality Space, die jedes Erlebnis hat. Und diese Quality Space Struktur, die man übrigens, ohne dass man Neurowissenschaft machen kann, einfach mit Psychophysik ja zum Beispiel messen kann. Wir könnten Experimente darüber machen, ich gebe Ihnen Farbplättchen und dann mappen wir sozusagen, wie ist sozusagen Ihr Farberlebnisraum. Es ergibt sich da so eine... Das ist ein großes Feld natürlich, es ergibt sich da so ein Raum, der nach Ansicht der großen Mehrheit der Forscher von drei Dimensionen aufgespannt ist. Das ist auch nicht total unplausibel, denn ehrlich gesagt, wir haben drei farbkodierende Zellen in der Retina und drei Freiheitsgrade rein, drei Freiheitsgrade raus. Am Ende wird hier ein dreidimensionaler Raum aufgespannt. Es ist tricky, den genau zu verstehen, weil die neuronalen Mechanismen, die da im Werke sind, die Opponentenzellstruktur und einiges andere mehr, wie die Rezeptorzellen dann miteinander verschaltet sind, führt darauf, dass der durch etwas vielleicht nicht sofort unmittelbar intuitive Dimensionen aufgespannt sind. Aber nichtsdestotrotz sind es drei Dimensionen, in denen wir so eine Farbspindel so reinlegen können. Das ist am Ende so ein Gebilde, das ziemlich verbeult ist. Ich habe das hier nur so angedeutet. In dem findet sich in so einem Schnitt in etwa auch so eine etwas verbeulte Art Farbkreis oder so. Der hat allerdings auch interessanterweise, sofern man den sowohl psychophysisch messen kann, als in nächster Hinsicht dann auch neuronal mit Bildgebung messen kann, hat er lauter Asymmetrien. Das ist auch gut so und interessant, weil es nämlich zeigt, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen meinen. Ich kann nämlich die Gelberlebnisse und die Roterlebnisse und die Blauerlebnisse voneinander trennen, weil wir zum Beispiel in dem einen Bereich mehr Unterscheidungen vornehmen können als in dem anderen Bereich, weil das also eben nicht einfach ein perfekter Kreis, eine perfekte Kreissymmetrie ist. Der Farbkreis ist gar kein perfekter Kreis, sondern er ist ein bisschen leicht verbeult. Und das heißt, ich kann tatsächlich die Erlebnisse auch gut genug über ihre Relation, ihre Position in diesem verbeulten Relationengefüge individuieren. Er hat eben keine Symmetrie. Darauf hatten wir ganz am Anfang schon hingewiesen, dass man sonst Schwierigkeiten hätte und Ambiguitäten hätte. Und das Programm, das ich jetzt anbieten würde, wäre zu sagen, also wenn es so ist, dass phänomenales Erleben eigentlich vor allem da in seinem mindestens in seinem Inhalt, in seinem spezifischen Gehalt. Was macht es zu einem Orange-Erlebnis im Unterschied zu einem Rot, zu einem Blau-Erlebnis?
dadurch festgelegt ist, dass es ein Punkt in diesem Color Space, in diesem Farberlebnisraum ist, dann wird sich dieser Color Space auch, der wird sich natürlich auch, da muss es ein neuronales Vehikel für geben. Das heißt, es muss Areale geben, in denen sich diese Art von Aktivierungsstruktur findet. Also das findet man auch. V4 ist ein guter Kandidat, also das vierte visuelle Areal im visuellen Pfad, ist ein guter Kandidat für genau diese Struktur. Nicht nur, dass dort Farberlebnisse stattfinden, sondern soweit wir das inzwischen schon sehen können, hat dort der Raum der neuronalen Aktivierung auch eine Struktur, die tatsächlich diese Ähnlichkeitsbeziehungen repräsentiert und beibehält. Und was wir eigentlich repräsentieren, sind genau diese Ähnlichkeitsbeziehungen. Wir müssen wegkommen von dem Bild zu denken, Qualia sind intrinsische Eigenschaften von erlebenden Subjekten, sondern wir erleben buchstäblich Relationen, Unterschiede. Das ist so ein bisschen die etwas ambitiöse These, die wir hier haben. Ich will vielleicht als allerletzten Satz, weil das ist ein riesengroßes, also ein Konvolut, da könnt ihr ja noch stundenlang reden und hier sind auch ganz viele offene Fragen, das gestehe ich sofort. Das ist so ein bisschen so ein Ansatz, den wir verfolgen. Diese Idee neurophänomenaler Strukturalismus befasst sich also mit dem spezifischen Inhalt phänomenaler Erlebnisse und nicht möglicherweise mit dem, was mentale Zustände im Allgemeinen zu bewussten Zuständen macht. Ich könnte mir vorstellen, dass es gibt ja Versuche, allgemein zu sagen, was macht Bewusstsein aus, Zugriffsbewusstsein, aber vielleicht auch phänomenales Bewusstsein, zum Beispiel eine Global Workspace Theory oder Ähnliches. Das ist verträglich mit dieser These. Die Global Workspace Theory würde Ihnen sagen, was macht es, dass ein Zustand Teil deines Aufmerksamkeitsbewusstseins ist. Aber er sagt nicht, welchen spezifischen Inhalt er dann hat. Das sagt dieses Modell. Die gehen also Hand in Hand. Sie brauchen ein Modell, das ihnen etwas über den spezifischen Inhalt sagt und sie brauchen möglicherweise eins, das ihnen etwas über Bewusstsein in einem generischen Sinne, in einem allgemeinen Sinne sagt. Das wäre jedenfalls die Vorstellung, die ich da so hätte. Also Sie arbeiten ja da mit dem John Dylan Haynes zusammen. Ne? Der, ja, ich arbeite mit John Dylan Haynes zusammen. Ja. Genau. Und er hat ja auch so dieses, sagen wir mal, ambitionierte Projekt des Brain Readings, wo er also mal in einem Interview sagt, also er wäre schon mittlerweile soweit, das bei einem Probanden zu erkennen, ob er an seine Großmutter oder Großvater denkt. Aber das sind ja eigentlich insofern ja nur die, wo Sie gerade eben von gesprochen haben, die mentalen Repräsentationen, die als neuronale Struktur darstellbar sind. Aber es ist gut, ist auch schon allerhand, das muss man schon sagen. Aber man könnte jetzt nicht sagen, ich finde jetzt über diesen Weg die mentale Repräsentation meines Ichs oder meines Selbst oder meines Bewusstseins. Ich könnte damit höchstens auch wieder detektieren, an welche Farbe denkt er oder denkt er an seine Großmutter oder Großvater, aber denkt er an sich selbst oder hat er irgendwo sein Selbstbewusstsein? Das könnte man damit nicht detektieren, oder? Naja, also soweit ich das von John Dylan Haynes weiß, mahnt er ja hier zu Zurückhaltung, weil er sagt, das Problem ist so unglaublich, wir haben es hier mit so einer unglaublichen Komplexität zu tun. Ja. Aber er hätte schon die Neigung, ich will jetzt nicht zu sehr viel über ihn reden, aber ich selber hätte die Neigung zu sagen, im Prinzip könnte es so etwas geben wie Brain Reading. Aber in der Tat, aus der Hirnaktivität, selbst wenn wir sie minutiös kennen würden, die spezifischen Inhalte der strukturalen Repräsentationen des Trägers des Gehirns rauszulesen und zu erschließen, scheitert erstens daran, weil man schnell unterschätzt, wie unglaublich komplex das Gehirn ist und wie hochdimensionaler Aktivierungsraum das hier ist, von dem wir hier reden, aus dem wir sozusagen Strukturen rausfischen wollen, einerseits. Andererseits tritt auch noch das Problem auf, dass, um das sozusagen objektivierend zu machen, also die Vorstellung wäre ja, wir legen sie in den Scanner und finden dann raus, was denkt Herr Buchsehen oder Herr Stöcker. Jedes unserer Gehirne ist anders und der neuronale Aktivierungsraum ist anders. Überhaupt eine intersubjektive Vergleichbarkeit dieser, selbst wenn wir das minutiös durchmessen könnten, dieser Messergebnisse herzustellen, um dann eine objektive Entscheidung darüber zu treffen, der denkt das, im Unterschied zu dem, im Unterschied zu dem. Das alles ist wirklich, wirklich
Zukunftsmusik, weit entfernte Zukunftsmusik. Ich glaube, das wollte Haynes vor allen Dingen sagen und das würde ich auch sofort mit unterschreiben. Was kein Verdikt ist darüber, dass es nicht im Prinzip gehen könnte. Das würde ich schon glauben. Okay. Aber wir fangen mal kleiner an. Also wir sind schon froh, wenn wir Anfangsmodelle darüber machen könnten, wie wir vielleicht sogar dem, das ist ja auch schon eine Riesenfragestellung, wie wir also dem Problem phänomenalen Erlebens mal beikommen können und nicht gleich von vornherein die Waffen strecken und sagen, das ist das Hard Problem, das wir niemals lösen können, sondern dass wir sagen, nein, tatsächlich liegt vielleicht der Hase darin im Pfeffer, dass wir uns zu sehr täuschen und darauf versteift haben, qualitatives Erleben als intrinsische Eigenschaft des Erlebenden auffassen zu wollen. Und dann kriegen wir sie nicht zu packen. Mach dir doch mehr klar und mach dir auch in deinen Experimenten, versuch mehr Experimente zu machen, in denen du dieses Ähnlichkeitsgefüge testest und etwas darüber rausfinden möchtest und damit etwas über das, am Ende auch über die neuronalen Träger dieser Erlebnisse rausfinden möchtest. Hm. Sie kennen bestimmt auch das Beispiel mit dem, oder wolltest du anfangen? Ja. Ich wollte nur kurz sagen, ich fand es sehr interessant, dass das nicht funktionieren würde, wenn der Kreis völlig symmetrisch wäre, weil dann die Relation auch symmetrisch wäre, dann könnte gelb auch rot sein, oder? Oder ja. Gelb-blau sein in dem Moment. Ja. Habe ich das ja richtig verstanden ungefähr? Ja, das sind ja alte Fantasien, die immer wieder verwendet werden. Philosophen nennen das Inverted Qualia und so etwas, Farbinversion. Mhm. Könnte das nicht sein, dass ihre Farberlebnisse systematisch gegenüber meinen vertauscht sind? Da kann man auf mehreren Ebenen für und gegen argumentieren. Also das, aber das schon alleine das empirische Argument ist, was viele nicht über, was die Gegenseite nicht sofort überzeugt, aber was trotzdem einen gewissen Austrag hat, ist, dass die empirisch es so ist, nach allem, was wir über die Quality Spaces all unserer Sensorien wissen, dass die ziemlich asymmetrisch sind und dass deshalb in der Praxis das also für uns Menschen jedenfalls nicht möglich ist. Manche Philosophen sind davon gar nicht beeindruckt, weil sie sagen, ja, ist ja egal. Wir könnten uns aber ja Wesen vorstellen, die haben symmetrische Quality Spaces. Und für die würde ja gelten, dass der Physikalist ihr qualitatives Erleben nicht erfassen kann. Und das ist dann schon Argument genug für den Vertreter einer stärkeren Qualia-Position gegen den Physikalisten aufzutreten. Da muss man dann andere Geschütze auffahren. Ich glaube auch, dass das möglich ist. Ich bin davon nicht überzeugt. Aber ja, es ist interessant genug, darauf hinzuweisen, dass alles, was wir mehr und mehr darüber erfahren, neurowissenschaftlich, wie die Erlebnisräume, die Quality Spaces unserer Modalitäten aussehen, dass die so, ja, flapsig gesagt, krumm und buckelig sind, dass Fantasien über Qualia-Inversion ins Reich der Fantasien gehören. Ich hatte nur noch eine Frage. Sie kennen ja vielleicht dieses Beispiel, das ist auch mal im Internet mal so viral gegangen mit dem blau-goldenen Kleid. Also da, wo sich Leute gefunden haben, ist es jetzt blau oder ist es jetzt golden? Ich mache diesen Versuch lustigerweise jetzt nicht mit blau-goldenen Kleidern, aber mit den Farben lila, violett mache ich das schon mal im Unterricht, wenn ich über in Chemie über Farben rede. Und ich habe auch jedes Mal die Erfahrung gemacht, auch bei Rottönen, dass es immer wieder zu Diskussionen führt, dass es die Farbtöne richtig zu klassifizieren. Wenn Sie das jetzt an der Stelle so sagen, gibt es dann sowas tatsächlich wie objektive Farbwahrnehmung oder ist es tatsächlich eher so, dass es ein Stück Konstruktivismus ist, wie weit Farben? Also wir müssen ja zwei Probleme trennen. Also die Frage, wie wir Farblabels verteilen, also was wir wie nennen, ist ein Benennungsproblem. Und darüber gibt es Uneinigkeit. Aber ob es tatsächlich so ist, dass buchstäblich ich immer dann ein Rot 57 Erlebnis habe, wenn Sie ein Blau 16 Erlebnis haben, ja, was immer das jetzt genau rauspickt. Ja. Letzteres halte ich für nomologisch, würde ich sagen, ausgeschlossen. Also das ist nicht verträglich mit den Naturgesetzen, nach allem, was wir wissen. Ich glaube auch, dass es, ich kann das nicht metaphysisch ausschließen. Und diese Art von metaphysischen Fantasien, also da weiß ich aber auch nicht, ob man die, das hat Ähnlichkeiten mit dem, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, dass man auch in so ein Newman-Problem reinrennen kann. Das hat so eine Ähnlichkeit mit einem Newman-Problem bezüglich dieser Art von Strukturalismus.
das werden wir nicht, das ist möglicherweise ein Residuum, das wir nicht loswerden können. Eine Fantasie, die wir nicht ganz loswerden können, die uns aber möglicherweise nicht verrückt machen muss, in unserer konkreten physikalischen Welt mit den konkreten Randbedingungen und Naturgesetzen, die in unserer Welt herrschen. Insofern ja, ich glaube, das Problem, das Sie mit Ihren Schülern haben, ist ein Benennungsproblem. Kein Problem hinsichtlich dessen, dass Sie und ich haben robuste Farberlebnisse, die sind physikalistisch einwandfrei erklärbar, aber die sind eben auch, die sind auch eindeutig individuiert durch die Position in den Farberlebnisräumen, die wir haben, die getragen sind von einer entsprechenden neuronalen Struktur. Also wenn die violett sehen, sagt der eine, ja, ich sehe da mehr blau und der andere sagt mehr rot, aber okay. Ja, es ist ein Labeling-Problem. Es ist keine Theorie unter Bestimmtheit oder es ist keine... Nein, das würde ich nicht glauben. Okay. Ja. Gut. Gut. Axel, du noch? Ja, bin schon ziemlich weit, gell? Gut, genau. Jetzt wäre nur noch, aber die Frage hatten wir ja eben schon mal, wie weit es denn, hat man nur so angerissen, wie weit es denn Möglichkeiten gäbe, so etwas auch auf Maschinen zu abzubilden oder zu simulieren. Also ja, wenn, liegt ja natürlich immer in der Luft, wenn man natürlich zum Beispiel solche Aufklärungen macht über neuronale Strukturen im Gehirn und Farbwahrnehmung. Denke ich mal, das ist ja noch ein Schritt, der einigermaßen realisierbar ist. Der wird ja jedes selbstfahrende Auto wahrscheinlich noch hinkriegen. Aber es geht ja wahrscheinlich auch ein Stück weiter. Die Frage, weil Sie die eben auch schon mal angerissen hatten, wenn so etwas wie Bewusstsein möglich ist, aufzuklären, kann man so etwas auch auf einer Maschine simulieren? So könnte man es vielleicht ausdrücken. Ja, also... Jetzt muss ich noch mal kurz nachhaken. Also Sie würden ja nicht, sicher nicht sagen, dass selbstfahrende Autos, insofern Sie in der Lage sind, Stoppschilder von, was weiß ich was, blau gefärbten Schildern zu unterscheiden, Rot- und Blau-Erlebnisse haben. Nein, genau. Das heißt, Sie diskriminieren vielleicht Wellenlängen über der Kamera und sind bestimmte Sensoren, aber Sie haben noch keine Erlebnisse dabei. Genau. Das liegt eben daran, das in Einklang mit dem, was ich gesagt habe, weil ich denke, dass es ein plausibles Bild ist, zu glauben, dass das, was Bewusstsein im Allgemeinen ausmacht, ein sehr generischer Mechanismus ist, der in dem selbstfahrenden Auto einfach noch nicht vorkommt. Der vielleicht verantwortlich ist für die Existenz eines Global Workspace oder vielleicht ist es auch Neural Synchrony oder welche Art von Theorie von Bewusstsein Ihnen da jetzt, da Ihre Lieblingstheorie im Moment ist. Übrigens, also da ist die Redeweise von Theorie natürlich arg strapazierend, was den Begriff Theorie angeht. Wir müssen feststellen und bekennen, wir sind in diesem Bereich, tappen wir doch noch ziemlich im Dunkeln. Also mir kommt es immer schwer, über die Lippen von Theories of Consciousness zu reden. Wir haben hier allererste zarte Modellansätze von Consciousness. So mal erste Versuche, erste Entwürfe, Sketches. Von Theorien sind wir weit entfernt. Und dass wir so viele haben, so sehr unterschiedliche auch, und uns auch so unglaublich streiten in dem Bereich, noch in der Forschung, zeigt, wie sehr wir da noch am Anfang stehen, was das theoretische Verständnis von Bewusstsein angeht. Also da ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Ich sehe auch noch nicht, dass man da schon so richtig an der Durchbruchmarke ist, sondern das ist eher so die Situation, irgendwie in der Mitte des 19., Physik Mitte des 19. Jahrhunderts, und wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir vielleicht in so eine revolutionäre Phase Anfang des 20. Jahrhunderts kommen, wo auf einmal Quantentheorie und Relativitätstheorie alles auf den Kopf gestellt haben, was man vorher gesehen hat. Was man Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht ahnte, wohin die Reise gehen würde. Ich glaube, da ist das, so ein bisschen kommt es mir manchmal vor im Bereich der Bewusstseinsforschung. Es passiert viel, es ist auch sicher, es war sicher wichtig, dass der Gegenstand Consciousness überhaupt inzwischen zu einem salonfähigen Gegenstand in der Neurowissenschaft geworden ist. Es wird ja oft inzwischen kolportiert, dass noch
Anfang der 90er und früher allemal, es als unschick galt, wenn man solider Neurowissenschaftler war, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Das hat sich manifest geändert. Also die neue Generation macht das und das ist also, das ist durchaus schicklich, das zu tun. Und damit wird dann hoffentlich in einiger Zeit da auch mal, werden wir da auch mal klarer sehen. Natürlich habe ich auch meine Kandidatentheorie. Ich habe ja nicht nur einerseits hatte ich das Glück, bei von Weizsäcker promovieren zu können. Ich hatte vorher bei Christoph von der Malsburg meine Ausbildung in der Neuroinformatik so ein bisschen mitgemacht und diese Ideen über Neural Synchrony haben mich schon beeindruckt. Ich sehe auch die Schwächen dieses Modells. Also die Neural Synchrony spaltet die Community. Es gibt Leute, die finden das ganz toll und andere, die sagen, es ist einfach Quatsch, das ist einfach so ein Nebenprodukt. Da ist nichts dran. Jedenfalls nicht in funktionaler Hinsicht. Es ist unstrittig, dass man Neural Synchrony findet im neuronalen System, aber ob die funktional etwas besagt, wichtig ist, bleibt noch strittig. Ist immer noch nicht ganz klar. Es wäre sicher elegant, wenn sie etwas dazu beitragen könnte zum Problem des Bewusstseins, aber ein Mechanismus ist damit eigentlich noch nicht so recht geliefert. Und auch hier, da sind noch einfach unglaublich viele Dunkelfelder. Und die verschiedenen Ansätze, die wir haben als Bewusstseinstheorien, die sind vom Stil her so different. Also die gehen in so unterschiedliche Richtungen, dass man sieht, also ja, wie ich schon sagte, also hier tappen wir noch ziemlich im Nebel. Hier muss noch viel geschehen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht, Sie hatten das auch mal in so einem Vortrag gesagt, also die Paradigmen der vorherigen Jahrhunderte war ja also dieser Maschinengedanke. Jetzt waren wir vielleicht auch mal, dass man einen Paradigmenwechsel in epistemischer Hinsicht hatte, also wie Sie sagten, das Bewusstsein entdeckt hat. Was wäre denn, wenn man mal einen Paradigmenwechsel hätte, dass man wie damals Maturana Varela, also das Leben als Paradigmenwechsel, das heißt also die Maschine mal als lebenden Organismus sehen würde und nicht als Maschine, also als autopoetisches System, was also auch selbstlernend ist, was nicht im Sinne dieses Big Data Projektes ständig nur mit Daten gefüttert werden muss, mit einem elaborierten Algorithmus, woraus dann irgendwann mal aus dem Zauberhut dann das Bewusstsein springt. Wenn man das tatsächlich mal ernst nehmen würde, weil Menschen funktionieren ja auch nicht so. Ein Kind kommt ja auch nicht als Maschine auf die Welt und wird mit Daten in dem Sinne gefüttert. Diese Analogie mit der Computeranalogie, ja. Naja, wir werden schon mit vielen Daten gefüttert, ja. Aus konfrontiert. Also wir sehen ja viele potenzielle Paradigmenwechsel. Ja, schon gar nicht, also es gibt unglaublich viele. Wir können das Gehirn als ein dynamisches System verstehen. Mhm. Wir können es als embodied verstehen und situated verstehen. Mhm. Und wir können es als autopoietisch verstehen. Und wir können es als prädiktive Maschinerie, als bayesianische Vorhersagemaschinerie verstehen. Also es gibt so viele Ansätze für neue Paradigmen. Auch hier, also an allen ist wahrscheinlich ein bisschen was dran. Mhm. Und die Wahrheit ist vielleicht ein großes Hybrid aus allem zusammen, das aber erst noch entstehen muss. Mhm. Also, Sie würden sagen, die Theorie muss zuerst da sein und dann kommt... Nein, das würde ich nicht sagen, aber ich würde auch sagen, dass wir bei so etwas Kompliziertem wie dem Verständnis von Kognition, Intelligenz und Bewusstsein, sei es in Maschinen, in artifiziellen Systemen oder in biologischen Systemen, dass wir da nicht nur rein explorativ arbeiten können. Also dafür ist der Gegenstand zu groß, zu komplex. Also da muss man schon es versuchen im Stile sozusagen, in dem klassischen Sinne eigentlich, der Wissenschaft vorzugehen, zunächst eine Hypothese zu machen, vielleicht auch ein theoretisches Modell zunächst mal vorzulegen und das dann zu prüfen. Mhm. Nur explorativ wird man hier nicht vorankommen. Was übrigens ein Problem ist für die Neurowissenschaften. Die Neurowissenschaften sind über weite Strecken sehr theoriearm. Ja. Also wenn wir das Wechselspiel von Theorie und Experiment in der Physik nehmen, mehr oder weniger bilderbuchartig. Also wir haben so eine Zweiteilung, die theoretische Physik und die Experimentalphysik. In kaum einer anderen Disziplin haben wir das so. Da ist die Physik eigentlich die einzige, die das so besonders par excellence macht. Und in den Neurowissenschaften muss man ja sagen,
theoretische Neurowissenschaft ist sehr, sehr viel stiefmütterlicher behandelt als experimentelle Neurowissenschaft. Das meiste, was in der Neurowissenschaft passiert, sind einfach Experimente am biologischen Substrat. Und die sind explorativ, gehen meist ohne allzu große theoretische Idee voran, sondern man experimentiert halt. Die theoretische Neurowissenschaft sind eigentlich die Computermodelle von neuronalen Systemen. Das ist die Theoriebildung eigentlich. Die findet sozusagen in der Neuroinformatik oder Computational Neuroscience statt. Das ist eigentlich die theoretische Neurowissenschaft. Und die redet oft nicht gut genug wieder mit der Experimentalseite. Also das ist da dieses Wechselspiel zu übernehmen, wie man das aus der Physik kennt, für die Neurowissenschaft, wäre sicher gut, ist aber auch noch ein sehr, sehr weiter Weg. Man botanisiert noch auf hohem Niveau, oder? Bitte? Man botanisiert auf hohem Niveau. Man botanisiert auf hohem Niveau. Man macht viele kleine, teilige Modelle und am Ende ergibt sich allenfalls so ein Patchwork von. Aber es ist keine große Theorie. Ich meine, vielleicht gibt es das auch nicht. Es ist ja nicht gesagt, dass, sagen wir mal, es irgendwann so ein, das ist vielleicht auch zu naiv zu glauben, wir brauchen den Einstein des Gehirns und der kommt daher und löst alle großen Fragen. Vielleicht geht das so nicht. Vielleicht ist das System eines, das patchworkartig entstanden ist und aufgebaut ist. Und wo so die Gesamtlösung eine schmutzige Lösung ist, die sich aus vielen Teillösungen zusammen, a bag of tricks, wie man im Englischen sagt. Auch das könnte ja sein. Nicht mal das wissen wir. Also bräuchten wir mehr Interdisziplinarität zwischen. Manchmal haben wir sie, manchmal haben wir sie weniger. Sie wird oft beschworen, aber nicht, aber nur selten wirklich durchgeführt. Weil sie das eben nannten, dass ich mit John Dillon zu tun habe und mit anderen. Das liegt daran, wir haben einen Graduiertenkolleg mit Kollegen in Berlin zusammen. Und da versuchen wir tatsächlich interdisziplinär zu arbeiten. Psychologen, Philosophen, Neurowissenschaftler. Müsste vielleicht noch häufiger stattfinden. Ja, ist absolut richtig. Ich würde das sehr begrüßen. Ja. Gut. Das ist gut. Da hätten wir schon unser Schlusswort, oder? Wer weiß, könnte ein Schlusswort gewesen sein, war ganz unfreundlich. Also als Wünsche für die Zukunft, genau. Ja. Gut. Da hast du noch was, Axel. Nein, aber ich fand es hochinteressant. Ich habe einige Sachen, zumindest ein bisschen besser verstanden. Ich hoffe, unsere Zuhörer dann auch. Ja, war sehr interessant. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Lingen. Vielen Dank, ja. Gut, ich danke Ihnen auch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich fürchte, es war wieder zu lang. Wir hatten uns vorher eigentlich ein bisschen geschworen, aber wir versuchen es nur eine Stunde lang zu machen. Dann guckst du auf die Uhr, das haben wir nicht eingehalten, aber nun gut, so ist es. Das ist ein gutes Zeichen. Dann war es interessant. Ja, vielleicht. Ich habe ein bisschen unterhalb von Herrn Singer geblieben. Aber okay. Okay. Gut. Schon mal. Wollen wir alles dafür tun, dass es so bleibt. Ich danke Ihnen. Wir haben zu danken.